Leistungsdaten von 2001. So Leute. Entschuldigung nochmal. So Leute, ich bin draußen wieder. Heiko hat irgendwelche Aufnahmen noch draußen gemacht. Hat da gewartet und nochmal ganz wichtig, das was ich da jetzt gemacht habe, solltet ihr auf gar keinen Fall nachmachen. Ihr habt die Löcher gesehen, ihr habt gesehen, wie tief es da runter geht und ich würde das überhaupt nicht empfehlen, da reinzugehen. Ja, jetzt ist das Licht weg. Vor allem nicht alleine. Allein ist das Dümmste, was ihr machen könnt. Also, ich bin doof genug, ich kann das, aber ihr solltet das auf gar keinen Fall machen. Oder was sagst du? Denkt an den Hinweis, der am Anfang eingeblendet wird. Wir übernehmen keine Haftung. Wir übernehmen keine Haftung. Das blende ich aber gar nicht mehr ein. Doch, solltest du. Dann blende ich seit 7 Videos oder so nicht mehr ein. Jetzt solltest du es nochmal einblenden. Ja, in dem Video blende ich das ausnahmsweise nochmal ein. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du krank bist? Bin nicht mehr krank. Doch, ich bin krank. Geisteskrank. Das sowieso. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute gemeinsam mit Jonas, Till und Heike in einer alten Mühle unterwegs. Ihr habt im Vorspann quasi schon Videomaterial gesehen. Ich bin sonst immer abends allein hier drin gewesen. Hab geschaut, weil hier hängen draußen noch Überwachungskameras und so, die lange Zeit aktiv waren. Jetzt sind sie aus und weggedreht. Ja, deshalb haben wir heute die Chance ergriffen, hier einzusteigen. Also zumindest die. Ich war hier schon drin. Ich kenne mich hier inzwischen eigentlich drin aus wie in meiner Westentasche. Ich bin nur für so eine bestimmte Aktion heute hier.
wo ich, wenn ich Pech habe, einen Großeinsatz auslöse, wie andere Leute, die das schon geschafft haben. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal gemeinsam, was es hier gibt. Ihr könnt sehen, in diesem Raum brennt noch das Licht, hinter mir auch, also komische Location. Aber ja, wir schauen einfach mal. Mittlerweile sind hier ganz viele Türen auf, wie zum Beispiel diese dort, da sind wir jetzt auch reingegangen. Hier haben wir die Versuchsbäckerei, den Vorratsraum. Und hier hinten müsste die Aktenkammer sein. Riecht es sehr, sehr verbrannt. Genau, hier haben wir die Aktenregale. Boah, riecht das hier verbrannt drin. Ich glaube, die haben hier Akten angezündet. Hier sind Kartons. Ganz viele Akten und große Safes. Aktentresore halt. Aber das mag uns jetzt nicht unbedingt interessieren. Können das hier überall sehen. Hier sind Zulaufschächte von Silos, weil das Ganze halt eine riesige Mühle ist. Getreide, Lager, was auch immer. Die Hauptsilos sind gegenüber auf der anderen Wasserseite. Hier fließt ein Fluss durch. Also ein Schutzhafen. Whatever. Hier liegt ganz viel Scheiße, ganz viel Müll und eine Ameise steht hier. Ist das eine Jungheinrich-Ameise? Da macht einer ein Foto, das ich gerade perfekt gesprengt habe. Und ja, es ist eine Jungheinrich-Ameise. Und jetzt laufe ich dem anderen einfach auch durchs Bild, dann hat er auch ein kaputtes Bild. Komm, Bild, mach kein Foto. Hier haben wir das, was ich eben meinte. Die haben hier Ordner gekokelt. Drüben aus dem Aktenraum. Noch recht frisch. Eisenstangen. Viel zu holen gibt's hier nicht. Gehen wir mal weiter im Konzept hier. Hier haben wir jetzt nämlich noch so eine Silohalle. Eine etwas kleinere, aber dafür in die Länge gezogene mit den großen Silos, die hier zusammenlaufen. Hier links muss auch noch mal ein Raum sein, wo Licht brennt. Hier haben wir. Ich darf pixeln. Was haben wir hier? Titten. Ganz viele Titten. Kalender und so. Und zwei Feuerlöscher. 2010. Ja, das bewahre ich mir für später auf. Genau, hier haben wir jetzt nämlich Zettel von wegen. Ja. Dieser Schaltraum bzw. diese Schaltanlage ist ausschließlich zu begehen bzw. zu bedienen durch folgende Personen: Herrn Jörg, bla bla bla. Herrn Axel, bla bla bla. Na dann. Vorsicht, Gefahr durch Batterien. Hier brummt es auch noch hinter, könnt ihr das hören? Der einzige Raum, der einzige Sicherungsraum, der noch, beziehungsweise Trafo-Raum, der noch in Betrieb ist. Genau, nach hier in diesen Raum. Was haben wir hier? Ein paar Teilchen. Ketten, Zahnräder. Ha. Nichts Besonderes. Müssen wir hier nach rechts in die große Halle nochmal. Lagerraum. Hier ist halt alles wirklich raus. Die haben die ganzen Maschinen hier entfernt und generell das gesamte Gebäude eigentlich entkernt. Hier hat irgendwer seinen Müll entsorgt und dafür hat das Rolltor hochgezogen. Ich werde mich jetzt einfach mal ganz asozial hier zeigen. Schön bei den Hausboten gegenüber. Ah, läuft da jemand irgendwo heute? Nee, aber ich kann euch mal das andere Silo-Gebäude zeigen. Das ist das andere Silo-Gebäude. Auch lost. Wissen wir nur nicht, ob es aktuellen Zugang gibt. Bei den letzten Malen war es zu. So, wir sind jetzt hier am Ende von der langen Halle angelangt. Hier ist inzwischen auch eine Tür offen. Recht frisch. Können wir mal schauen, ob der Aufzug noch läuft. Wäre ja lustig, wenn schon. Ah, ja.
Tatsächlich. Boah, Leute, schaut euch an, wie weit das Ding hochgeht. Boah, das sind ein paar Etagen. Heilwitzka. Hier drin sieht's aus wie in einem chinesischen Restaurant. Steht ein altes Piano, Klavier, was auch immer. Ein Schrank, ein paar Schüler, aber sonst auch nichts. Können wir mal nach links hier gehen. Isopropanol. Farbeimer, ganz viele Paletten und Müll und Schrott. Anlage außer Betrieb. Und ein Sicherungsraum. Schaltraum. Alles aus. Aber Licht ist auch noch an. So, wir sind jetzt eine Etage weiter oben. Haben ein Treppenhaus gefunden, aber die Sache ist, ihr könnt es selbst sehen, halbwegs. Alles leer, alle Maschinen raus, alles abgebrochen, abgerissen. Viel gibt es nicht hier zu holen. Aber ich bin auch nicht hauptsächlich wegen dem Gebäude an sich hier. Aber trotzdem nicht viel zu holen. So, hier habe ich gerade eine Etage gefunden. Bin noch ganz außer Puste. Die sah so ein bisschen ansprechender aus. Das ist eine Maschinenhalle gewesen, Produktionshalle, aber hier ist Parkettboden drin. Aber hier sind überall Löcher in den Böden. Und der Boden wälzt sich hier auch richtig. Kreislöcher, da standen wahrscheinlich mal Silos. Heidewitzka. Das ist ein Holzboden hier. Hier standen Maschinen und hier wurde produziert. Wir sind auf Station 5. Hier. Vorsicht, Köderstation. Bitte nicht entfernen. Wirkstoff. Kumarin, Deravit, Antidot, Vitamin K1. Kontrollpunkt 3. Na dann. Aber egal, gehen wir mal wieder hier raus. Ah, hier haben wir eine Steigleitung. Wunderschön. Auf den Brandschutz haben sie geachtet. Na, so weit geht es noch gar nicht runter. Geht eher mehr hoch. Boah, hier nach den Treppen bist du tot. Ich bin so gut wie ganz oben. Krank. Heidewitzka. Ah, schön, hier ist eine Mauer. Muss man wohl hier vom hier aus gehen. So Leute, ich weiß nicht, inwiefern ihr mich verstehen könnt. Ich bin hier in irgendeinem Penthouse gelandet und dieses weiße große Gebäude da vorne ist die Berufsfeuerwehr. Und da ist die Leitstelle, wo die große Fensterfront hier hingerichtet ist. Das ist voll luxuriös hier oben, alter Schwede. Da ist die Leiter hoch aufs Dach. Da ist soweit alles zugänglich, kein Problem. Sehr gut. Ist auch geil. Ist richtig geil hier. Würde ich wohl auch wohnen. Was ist denn das hier oben für ein luxuriöses Penthouse auf einmal? Boah, mit einer richtig fetten Terrasse.
seinem Balkon. Heide Witzka. Das sieht richtig schmackhaft aus. Hier sind Sachen auf dem Dach umgekippt beim letzten Sturm. Gibt auch einen Zeitungsartikel von der Feuerwehr drüber, da sind sie mit der Drohne hier lang geflogen. Was ist das hier? Wieso ist hier oben einfach ein Penthouse? Ah, hier ist vermutlich der Zugang dazu. Da unten ist wieder ranzig müde. Oh, hier. Hausboote. Da hinten ist ein Kernkraftwerk am werkeln. Das ist so fucking leicht, diese Location zu finden hier. Aber es geht nun mal nicht anders, ne? Das können die ja schlecht vertuschen. Das kann ich schlecht vertuschen. Ja, ich sitze jetzt hier im Penthouse. Oder stehe jetzt wohl eher gesagt im Penthouse. Ich habe, hier diese Überwachungskamera-Kartons gefunden. Das sind 4 Stück. Draußen hängen auch 4 Kameras. DVS Germany sind auf jeden Fall echte. Und da haben wir schon mal so einen kleinen Teaser. Auf das, was ihr gleich sehen werdet. Ich muss erstmal warten, bis die Jungs draußen sind. Hier liegen noch mehr Kamerakartons, by the way. Und Rechnungen und Telekom-Scheiß von 2016. Aber ich muss erstmal warten, bis die Jungs draußen sind, weil wenn ich gefickt werde, werde nur ich gefickt, nicht die auch noch. Also die haben ja mit der Roofing-Aktion nichts zu tun. Und ja. Ja, das ist geil hier oben. Hier ist einfach so mitten in dieser ranzigen Mühle so ein Penthouse. Und es sieht nicht übel, also es ist übel zerstört, weil die Dorfjugend hier wahrscheinlich auch chillt oder gechillt hat, aber früher war das richtig fett. Ich weiß nicht, vielleicht hört man es bellen im Hintergrund. Das Problem ist nämlich, hier links auf der anderen Flussseite ist der Polizeihundeverein. Und, warte, ich zeige euch das mal. Da, was aussieht wie Schrebergärten, Polizeihundeverein. Und da ist die Leiter, die ich gleich hochklettern muss, um dann da oben aufs Dach zu gehen. Das sind genau die Dinger, die draußen hängen. Zeigen. Ihr seht die schwarzen Kabel, ihr seht diesen Funkmast, ihr seht da so rechts oben so O2, dann gucke ich mal hier, LTE Vollausschlag O2, ja meine Freunde, ich weiß ja nicht, was steht da mit Sicherheitsbereich, Sicherheitsabstand, so Leute, mittlerweile sind alle draußen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr mich verstehen könnt. Ich hoffe, das geht irgendwie. Wenn nicht, muss ich das in der Nachbearbeitung halt machen. Ich bin jetzt quasi auf meinem Run. Ich stehe jetzt hier. Da vorne laufen noch 4 Rentner ganz langsam lang. Wenn die weg sind, geht es für mich aufs Dach unten in die Mühle. Sind gerade scheinbar noch 2 andere eingestiegen. Sprich, ich werde die Chance dann nutzen, wenn die drin sind. Und hier alles, soweit, wenn hier gerade keiner langläuft, dass ich aufs Dach kletter. Mein Foto mache, meine kurze Aufnahme und dann Polizei braucht 6 Minuten hier hin, so ungefähr brauche ich auch irgendwie rauszukommen, sprich dann meinen Sprint einlege und wir dann abfahren. So, da machen wir jetzt.